Guardiola ließ sich umstimmen. Der Trainer des FC Bayern hat sich nach der WM von Sportvorstand Matthias Sammer von einem größeren Kader überzeugen lassen. Die Gespräche mit Guardiola hätten dazu geführt, dass es genug Quantität im Kader gab, um so eine Hinrunde zu spielen, sagte Sammer auf der Homepage des Rekordmeisters. Zudem stellte er Guardiola ein hervorragendes Zeugnis aus. Seine Trainingssteuerung und seine Idee, wie man Fußball spielen wolle, hätten die Mannschaft befruchtet. Watzke appelliert ans Team. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat davor gewarnt, das Champions-League-Achtelfinale gegen Juventus Turin einfach abzuschenken. Es wäre vielleicht einfacher, wenn man sich nur noch auf die Bundesliga konzentrieren müsste. Aber es wäre auch ein Desaster für den deutschen Fußball, sagte er der Bild. Man werde sich nicht freiwillig gegen die beste Mannschaft Italiens aus der Champions League verabschieden. Bayern an De Bruyne interessiert. Der FC Bayern hat offenbar seine Fühler nach Wolfsburgs Kevin De Bruyne ausgestreckt. Viele Clubs hätten Interesse. Kürzlich sei zum Beispiel der FC Bayern gekommen, sagte De Bruynes Berater. Mit 10 Assists in 17 Spielen ist De Bruyne der beste Vorlagengeber der Liga. Der Vertrag des Belgiers bei den Wölfen läuft noch bis 2019. Aubameyang winkt Auszeichnung. Dortmunds Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang darf auf die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres hoffen. Der Gabuner schaffte es auf die dreiköpfige Shortlist, die der afrikanische Fußballverband bekannt gab. Aubameyang tritt bei der Wahl am 8. Januar gegen Yaya Touré von Manchester City und Nigerias Nationaltorwart Vincent Enyama an. Podolski-Deal rückt näher. Arsenals Lukas Podolski steht offenbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Wie der Corriere dello Sport berichtet, gehe es bei den Verhandlungen nur noch um letzte Details. Podolski soll demnach bis zum Saisonende an Inter ausgeliehen werden. Anschließend sollen die Mailänder eine Kaufoption für den deutschen Nationalspieler besitzen. Allerdings ist noch unklar, ob Arsenal-Coach Arsène Wenger einem Wechsel zustimmt.